Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ich habe gerade mitten im Satz den Faden verloren, deswegen hat sich das U etwas länger gezogen. Wir machen weiter in Venedig, weil zum letzten Assassinengrab werde ich wahrscheinlich jetzt noch nicht kommen. Das muss ich jetzt wahrscheinlich erst noch freischalten, aber wenn es dann soweit ist, wird das natürlich sofort erledigt. Muss jetzt nur gucken. Wo geht's denn jetzt weiter? Beim Ausrufezeichen, aber wo führt mich das Ausrufezeichen hin? Flitz, Ezio, Flitz! Wir haben leider alle. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Wohlbefinden. Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höchst persönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Darf ich euch verfolgen? Die Templer verfolgen, um ihr Treffen zu belauschen. Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Moschinico hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, halt, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Doge mag mich nicht. Warum das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer, Schmeichler, Speichellecker. Muss ich fortfahren? Cretin, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist? Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Dogen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr wärt dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Da war ich ein bisschen zu nah dran. Lasst mich ausreden. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Ah, ich sehe schon, da hinten das Sperrgebiet. Könnte ekelhaft werden. Aber es ist nur ein kleiner Streifen. Und sie wollen also den Dogen für sich gewinnen. Können wir uns nicht irgendwo hinsetzen? Kennt ihr einen wirklich sicheren Ort für Gespräche wie dieses? Eine Hinrichtungsstelle. Und da ist der Palast des Dogen. Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird auf dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein, es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Wir wollen den Dogen ermorden. Was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Er ist hier? Aus Rom? So sagt man. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter?
Wer von uns die Robe des Dogen überstreicht? Vetter. Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisiert. Warum rasten die jetzt aus? Die juckt's doch sonst nicht, wenn ich hier hochkletter. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Calma, calma, Amici. Bitte, das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt ihr womöglich gar keinen Barbarigo. Oh. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Seid ihr sicher, dass er kommt? Ja. Signori. Wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. Grazie, Dante. Wir folgen in deinem Tempo. Diese Wache war eine gute Wahl, Vetter. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Schluss mit dem läppischen Geschwätz! Die Wahl des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns, Maestro. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Messer Grimaldi. Ihr steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergießen, versteht ihr? Es muss aussehen, als wäre er selig im Schlaf. Natürlich, Maestro. Wann seid ihr ihm am nächsten? Ich habe freien Zugang zum Palast. Ihm mag nicht interessieren, was ich sage, aber er vertraut mir mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein Fachgebiet. Silvio. Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben. Ja, und was ist das? Die wirksamste Form des Arsens und sehr schwer nachzuweisen. Va bene, va bene. Dann ist es entschieden. Warum nicht einfach jetzt töten? Sie sind alle zusammen. Ach. Ich bin nicht der Geduldigste. Und nun? Wohin des Weges? Aua. Vergebt mir, Maestro. Aber ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch? Euch so persönlich mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht, der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbarigo.
Bitte erledigt das prompt. Gut. Ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht. Ich werde euch alle vernichten. Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen. Jetzt muss ich zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. Tja, hättest du mich dich weiter steuern lassen, dann hättest du sie auch weiter verfolgen können. Du hättest eigentlich direkt alle umbringen können, aber nee. Naja, Antonio wird uns helfen. Also wir kriegen jetzt fast 11.000 Florin alle 20 Minuten. Das ist stark. Antonio, ich brauche deine Hilfe. Muss nur gerade gucken, wo ich da gerade am besten reinkomme. Ich glaube eher von der anderen Seite. Och, Ezio, Alter. Ja, da ist die Brücke. Ach, schön, dass ich hier jetzt einfach rein darf. Hi. Ciao, bello mio. Come stai? Bist du schon wieder zurück? Desolato, mia cara, aber ich komme nicht zum Vergnügen. Ich muss Antonio sprechen. Es ist dringend. Antonio, Ezio ist hier. Ezio, ist alles in Ordnung? Carlo Grimaldi und die Barbarigo stecken mit einem im Bunde, den sie den Spanier nennen. Sie wollen den Dogen ermorden und durch einen der ihren ersetzen. Dann hätten sie ganz Venezia und die gesamte Flotte in ihren Händen. Und mich nennen sie kriminell? Dann werdet ihr mir helfen. Ich stehe auf eurer Seite, Bruder. Und mit mir all meine Männer. Und Frauen. Grazie, amici. Aber Ezio, ich muss euch warnen. Diesmal wird es nicht so leicht. Der Palazzo Ducale ist das schwerstbewachte Gebäude in Venedig. Ich komme überall rein. Und deshalb lieben wir dich, Ezio. Kommt, sehen wir es uns an. Uns fällt schon was ein. Oh ja, da kommt jetzt eine der schönsten Passagen im Zusammenhang mit Leonardo da Vinci. Ich freue mich drauf. Diese Sache mit dem Dogen, schlimm. Obwohl mich ein solcher Verrat nicht mehr überrascht. Als ich klein war, erzählte man uns, der Adel sei gut und gerecht. Und ich glaubte es auch. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchenmagd, strebte ich nach Höherem. Ich lernte fleißig, war beharrlich. Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adliger geboren wird, wird man nicht akzeptiert. Also frage ich euch, Ezio, wer sind die wahren Edelleute Venedigs? Männer wie Carlo Grimaldi und Marco Barbarigo? Nein. Ich sage euch, wir sind es. Die Diebe und Söldner und Huren. Während wir arbeiten, um die Stadt und ihr Volk zu retten, machen die Adligen sie zu ihrem Spielball. Ich kann diese Meinung durchaus teilen. Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden, jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. Va bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Wir probieren alles. Na, dann schauen wir doch mal. Also, was denkt ihr? So werden wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Aber das hier ist auch, also... Dieses Gebäude, ne? Oh.
Der Palazzo Ducale wurde zwischen 1309 und 1424 im gotischen Stil als Residenz oder vielmehr als Gefängnis des Dogen errichtet, da dieser nach seiner Wahl nur selten das Gebäude verlassen durfte. Der Doge war der ranghöchste Staatsmann in Venedig und hatte eine Stellung auf Lebenszeit. 1172 wurde die Wahl des Dogen an ein Komitee von 40 Personen übergeben, die 40, dessen Mitglieder wiederum vom Großen Rat Venedigs gewählt wurden. Venedig hielt sich selbst gerne für eine Republik, was bedeutete, dass das Volk an der Regierung teilhaben konnte. Wenn der Doge sein Amt antrat, wurde er dem Volk mit diesen Worten vorgestellt. Dies ist der Doge, wenn er euch gefällt. Tatsächlich wurden aber die Mitglieder des Großen Rats von den 40 bestimmt. Siehst du das Problem? Die Kandidaten für den Großen Rat wurden aus einem winzigen Pool ausgewählt, der ausschließlich Mitglieder aus adligen Familien enthielt. Obwohl der Doge für den Rat nominieren konnte, wen er wollte, musste diese Ernennung dann noch von den 40 und vom Rat bestätigt werden. Da der Großteil der Bevölkerung schlecht ausgebildet war, waren die Wahlregeln extra kompliziert und zusätzlich kontrollierte der Rat auch die Wache. Venedig hielt sich also an die historische Norm, das Volk wird immer verarscht. Ach schön, aber dieser Palast, ey. Wenn ich irgendwann mal doch nach Venedig komme, das wird ja leider immer schwieriger, was an diesen Dreckshurentouristen liegt, ja, die ihren ganzen Müll immer in den Städten verteilen, was einfach nur abartig ist und die das Ganze so überrennen und keinerlei Respekt gegenüber der Stadt zeigen, dass sie ja jetzt diesen Touristenpass eingeführt haben, den du dir kaufen musst, ohne den darfst du nicht in die Stadt. Irgendwann komme ich da rein, irgendwann kriege ich so einen Pass. Irgendwann werde ich mir den leisten können und dann will ich dieses Gebäude sehen, weil ich finde das so beeindruckend. Vor allem auch bei Nacht. Am besten leichter Regen, sodass ich dann noch die Laternen, die da mittlerweile stehen, also ich glaube sogar, die sind in diesem Stil hier, sich dann noch schön im Boden spiegeln, zusammen mit dem gesamten Bild des Palastes. Ey, es ist wunderschön. Es ist einfach nur wunderschön. Oh, da könnte ich immer wieder kotzen, ey. Leute, die keinerlei Respekt vor sowas haben. Die alles zumüllen und die Städte und die ganzen Bewohner müssen dann... Die eigentlichen Bewohner müssen dann schauen, wie sie damit klarkommen. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Ich hasse... Manchmal sage ich wirklich, ich hasse Menschen. Naja, gehen wir mal weiter ausspähen. Muss ich jetzt gucken. Da muss ich wieder so rum. Ich synchronisiere mal kurz, weil das scheint ein Turm zu sein, auch wenn er gerade auf der Karte nicht angezeigt wird. Sehr gut. Hallo, Antonio. Seht nur, überall Bogenschützen. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Ja, das wird nicht so einfach. Antonio! Komm! Du willst doch jetzt nicht ernsthaft da wieder runterklettern, oder? Er klettert da jetzt wirklich Stück für Stück wieder runter. Anstatt einfach zu springen. Jung, du hast einen Dachschaden. Schaffst du es auch ohne dir das Genick zu brechen? Ich hoffe es doch. Alter Junge, jetzt komm mal in Gang hier.
Komm her. Schaffst du es? Kriegst du es hin? Guter Junge. Ben, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. Sollen wir? Also es führt uns hier auf das Gebäude, aber ob es uns auf das Dach des Palazzo führt? Ja, Sperrgebiet. Interessiert keinen. Ah, sieht gar nicht so kacke aus. Komm hoch. Scheiße war's, hä? Ezio, seht! Ist er das nicht? Grimaldi! Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signore? Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Ihr wagt es? Verzeiht, verzeiht. Ich wollte wirklich nicht, ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Gut, hier lang. Es ist unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja, Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Ja, der hat da nämlich was für uns. Und hier ist ein schöner großer Turm. Carlo Grimaldi. Nachdem er seinen Palast in Monaco aus politischer Machtgier verließ, wurde Carlo schnell ein wichtiger Gast an den Tischen des venezianischen Adels. Sein Ruf, diskret zu sein, ermöglichte den Eintritt in die Hinterzimmer. Und so schaffte es der Schuft in den Rat der Zehn. Während er den Ratsführenden Ignazio Contarini besuchte, traf Carlo auf Ignazios Tochter. Da sie dringend Hilfe brauchte und seinen vertrauenswürdigen Ruf kannte, vertraute sie sich ihm an. Ihr Vater hatte ihre Ehe arrangiert und sie wollte mit einem der Diener davonlaufen. Sie liebten sich schon, seit sie Kinder waren. Sie planten, ein neues Leben in Mailand zu beginnen, um frei von ihrem Vater zu sein. Carlo schlug eine sofortige Aktion vor. Eine Flucht per Schiff in dieser Nacht. Die beiden Liebenden folgten seiner Anweisung und als sie die Planke überschritten, waren sie frei. Jedenfalls, bis Ignazio an Deck erschien. Carlo wurde für seine Loyalität zur Contarini-Familie belohnt. Die wahre Liebe? Na, sie einfach selbst. Also ein richtiges Arschloch. Wer seine Karriere so hochstellt, mies. Einfach mies. Das wird für meinen Sprung nicht reichen, oder? Nee. Aber hier kann ich lang. Sind überall kleine Teile rausgebrochen. Das reicht zumindest, um ein bisschen vorwärts zu kommen. Da kann ich nicht greifen. Aber da, oder? Ja. Sehr gut. Und nochmal. Sehr gut. Das ist ein sehr hoher Turm. Aber ich hab's geschafft. Schön. Okay, wo springe ich runter? Da. Ah
Eigentlich hätte er sich gerade so die Beine abgeschlagen. Okay. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwie Jubelgeschrei oder sowas gehört. Ich habe zu viel Medizin geschluckt, ich halluziniere schon. Leonardo, ich brauche was von dir. Kann sein, dass ich ein bisschen nass ankomme. Was ich ja witzig finde, was es in diesem Spiel wirklich überhaupt nicht gibt. Regen. Es scheint immer die Sonne. Ausnahmslos. Immer klares Wetter. So. Ich brauche deine Hilfe, Freund. Funktioniert's? Was? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Modell, eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du es versucht? Nein, viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man von einem Turm springen. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. Leonardos Flugmaschine testen. Also, wie funktioniert es? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio. Alle ab! Sieht doch gut aus. Na, warum stürze ich ab? Das ist lächerlich. Der Palazzo ist zu weit weg. Na, Diavolo, ich geb's auf. Sonst bringe ich mich noch selbst um, statt einen weiteren Templer. Nein! Ich kann's nicht glauben. Es klappt, es klappt. Du bist geflogen, Ezio. Geflogen! Na, so halt. Aber nicht sehr weit. Nun, was hast du erwartet? Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Bitte, gut. Lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio, meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein... Pezzo di merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich habe meine Pläne wieder und wieder überprüft. Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, eine verrückte Idee. Doch, jetzt Heureka. Weißt du's. Natürlich. Genial. Was macht er jetzt? Hitze steigt auf. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonardo, was soll denn ein Feuer schon bringen? Nicht ein Feuer, Ezio. Ein Dutzend, in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Wie? Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun, aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht. Sehr gut. Um die Wachen kümmern, damit Antonios Männer die Feuer anzünden können, die der Flugmaschine Auftrieb verleihen. Das machen wir gleich. Ich muss nur kurz eine Pause einlegen. So, jetzt. Ich muss mich gerade nochmal ein bisschen dicker anziehen, weil die Temperaturen ja so krass gefallen sind. Also hier drin in der Bude, es ist echt kalt geworden. Ich sehe es aber nicht ein. Die Heizung dafür anzumachen. Das habt ihr nicht gesehen. Weil das Problem ist jetzt auch,
habe letztens Post von meinem Stromanbieter bekommen, dass ich meinen Kilowattpreis einfach mal verdoppelt. Von 26 Cent pro Kilowattstunde auf 43? 46? Auf jeden Fall extremst viel. Und das hat mich schon dezent sauer gemacht. Ich meine, das Gute ist, ich krieg immer Geld zurück, weil mein Abschlag ist relativ hoch gerechnet und mein Verbrauch ist wirklich gering. Also ich verbrauche wirklich verdammt wenig Strom. Zum Glück. So. Wo sind denn die nächsten? In einem Sperrgebiet. Das ist lächerlich. Vincenzo sollte mich schon vor einer Stunde ablösen. Ne? Was zum Teufel machen wir überhaupt? Eine Lieferung aus China. Irgendein buntes Puffer. Bleib drauf! So easy. I love it. Hi. Oh, da sollte ich nicht durch. Gibt nur Ärger. So, da muss ich aber nach oben. Das nehmen wir mal wieder mit. Was war das gerade für ein Kommentar? Schnauze. Ach nein, ich habe keine Wurfmesser. Ach, so eine Scheiße, aber... Habe ich keine gekauft? Nee, habe ich auch nicht. Moment, ich komme kurz rüber. Nein, 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 mein Freund. Arschloch. Na los, komm hoch. Da, auf ihn. Respekt. Reicht aber nicht. Mit dir. Ich will darüber. Hast du nicht gesehen? Du wirst nicht entkommen. Ciao. Was ist er denn? Ah, oder ist er auf der Innenseite? Das kann auch sein. Ah ne, oder ganz unten? Ist ganz unten. Hey! Komm, probier's! Loser! Bisschen plündern, wenn es hier schon so liegt. Na, wer traut sich?
So. Guck mal, ganz effizient. Ist doch gar nicht so schwer. Hi. Das war doch super smooth. Ich bin stolz auf mich. Für mich gibt's keine Gesetze. Punkt. Da, da, da. Hüpf. Auf. Ich will fliegen. Fliegen und töten. Da ist eine Codex-Seite. Die will ich auch. Ich brauche euch mal kurz. Auf der Suche nach den Freuden des Stadtlebens, Reisende. Wir haben die besten Tänzer. Wollt ihr nicht einer armen Dame in Not helfen? Ne, irgendwie ist dem nicht nach Amüsement. Der interessiert sich nicht für die Frauen, der haut mir lieber aufs Maul. Was ist los mit dem? Na los. Schneller. Hopp, hopp. Oh ne, da wollen wir nicht lang. Hi. Ne, töten wollte ich den eigentlich nicht. Scheiße. Weil das erhöht halt den Gesuchtstatus so krass. Komm, gib auf. Naja, dann halt so plündern. Weil die geben halt immer echt gut Geld. Oben. Nee. Was rennt da nochmal so einer? Wie war das? Ich lass dich. Alles gut. Hier muss ich jetzt aufs Dach. Auf geht's. Die Feuer sind entzündet. Es ist soweit. Es ist vollbracht. Wie schön. Sie. Nun hoffen wir, dass euer Plan aufgeht. Denn wir haben fast keine Zeit mehr. Hör gut zu, Ezio. Du wirst von Feuer zu Feuer fliegen müssen. Die Hitze der überflogenen Feuer wird dich wieder aufsteigen lassen. Verstanden. Aber Vorsicht! Heute Nacht sind Schützen auf den Dächern. Weiche den Pfeilen aus, oder es wird ein kurzer Flug. Ich wünschte, ich könnte mein Schwert benutzen, während ich dieses Ding fliege. Nun, du hast die Beine frei. Wenn du nah genug herankämst oder einen Pfeil im Schädel, könntest du sie vielleicht von den Dächern treten. Nett. Jetzt oder nie, amico mio. Na dann. Leonardos Flugmaschine zum Palazzo Ducale steuern, im Innern des Palazzo Carlo Grimaldi eliminieren. Hui! Schießt! Schießt auf den Dämon! Ach, was denn für ein Dämon? Chillt mal. Oh Gott!
Warum schießen die denn so gut? Ui, das war ein bisschen arg knapp über der Flamme. Die Feuer müsste ich doch nutzen können, oder? Ja. Ah, nicht. Leute, chillt. Wo ist das nächste Feuer? Scheiße. Verkackt. Verkackt. Ganz hart. Aber ich gebe nicht auf. Makusi! Schießt! Schießt auf den Dämon! Nein! Och Mann, warum macht der gleich so ein... Och Mann, Leute. Das ist doch scheiße. Nö. Das ist doch doof. Warum macht der gleich so einen Sturzflug? Nur weil ich ein bisschen korrigieren will. Ja, ich weiß, es ist nur ein Prototyp. Dann versuche ich jetzt einfach mal so die Linie zu halten und ich werde ein bisschen außen rum fliegen. Das war zu weit oben. Ach komm, Das war jetzt zu weit oben, dass er keinen Auftrieb bekommen hat. Ah, leck mich doch. Makusi! Schießt! Schießt auf den Dämon! Ach, halt doch dein dummes Maul. Stinkendes Stück Kanalscheiße, ey. Hui! Ne. Reicht das? Komm! Ja. Nein, ich wurde getroffen. Das sieht jetzt besser aus. Das sieht deutlich besser aus. Nein, komm, hoch mit dir! Du dummes Stück Dreckscheiße! Makusi! Schießt! Schießt auf den Dämon! Ich hasse alles. Ich hasse einfach alles. Mein Leben besteht nur noch aus Hass. Und hier kommt zwischendrin nämlich einfach nichts. Doch, die Flammen da hinten. Meine einzige Chance noch.
Oh ne, bringt mir auch nichts. Ach Scheiße. Oh, ich dreh durch. Ich meine, der Weg außenrum, der war ja schon mal nicht schlecht. Der hat mich ja echt weit gebracht. Marcusi! Schießt! Schießt auf den Dämon! Probieren wir es halt mal komplett rechts rum. Vielleicht funktioniert das ja besser. Sieht zumindest mal nicht schlecht aus. Naja, es leitet mich auch nur darum, wo ich eh schon lang bin. Boah, Junge. Hui. Oh, mehr Feu bitte. Schon. Alter Schwede. Ne, nicht abstürzen. So, das hat vorhin nicht geklappt. Da bin ich ja unten am Turm hängen geblieben. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus. Alter, mach mich nicht schwach. Mach mich nicht schwach. Ich ratzte aus. Ich werde gleich irgendwen umbringen. Ich werde gleich irgendwen umbringen. Wenn hier gleich der Postbote an der Tür klingelt, der ist tot. Mein Geduldsfaden ist echt am Ende. Ich glaube, ich habe noch nie so an dieser Mission verzweifelt. Noch nie. Tja, liebe Zuschauer, ihr müsst akzeptieren, dass das einfach eure Schuld ist. Punkt. Ihr trefft mich nicht. Komm schon, Konzentration. Du kannst das, Daniel. Du kannst das. Nee, nicht treffen lassen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Hier ist auch keine Flamme mehr zwischendrin. Aber jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Reicht das bis da hinten hin? Oh, ich habe so meine Zweifel. Ja, Gott sei Dank. Endlich. Was war das? Keine Sorge. Bestimmt nur Kinder. Mit Knallfröschen. Kommt, ihr seid am Zug. So, meine Zeit wird knapp. Okay, ich gehe. Ciao. Signore, trink das nicht! Du kommst zu spät. Der Doge ist schon tot. Was? Carlo? Verzeiht, Signore.
Ihr hättet eben einfach auf mich hören sollen. Du hast wohl versagt, Assassine. Vergebt mir, Signore. Tut mir leid. Warum? Wofür denn das alles? Deswegen. Assassino, Assassino! Er hat ihn ermordet! Der Doge ist tot! Ja, aber nicht ich war das, mein Freund. Da ist er! Ein Attentäter tötet den anderen, wie es scheint. Wir töten und glauben. Es wäre das Beste, oder? Messer Ezio. Ich tue das nicht für mich selbst. Ich bringe dieses Opfer für die gute Sache. Requiescat in pace. Du tötest mich? Du tötest mich? Los, jetzt! Zurück ist gewinnt. Ne. Nicht mit mir! Oh, hi. Hast du was bei dir? Hm. Oh, ich kann den nicht looten. Okay. Weg hier. Flip. Pick euch. Weg. Weg. Nein. Leutz. Leut! Oh, Gott. Weg! Du auch! Nimm nichts! Da! Hinterher! Schnell! Hab ich jetzt Ruhe? Ich hoff's doch. Aber da oben komme ich eh nicht raus, ne? Ja, höchstens über die Leiter da. Mal gucken. Funktioniert nicht. Ah, aber die Tür ist offen. Ja, dann. Ciao. Also das mit dem Fliegen, das war so anstrengend. Also ohne Scheiß. ...1486. Immer noch in Venedig. Das letzte Grab. Es ist soweit. Damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute und morgen wird das letzte Grab geplündert. Bis dahin, euer Daniel. Adios.